Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe, einer recht kurzen Ausgabe und einer spontanen Ausgabe. Ihr werdet im zweiten Video sehen, wie verpeilt ich doch gerade so ein bisschen war. Einfach, weil ich heute erst erfahren habe, dass die NDA tatsächlich aufgehoben ist. Ich habe hier einen Beta-Account, der eigentlich sowieso die ganze Zeit schon läuft. Ich aber nie habe was senden dürfen. Jetzt ist es halt so, dass die NDA aufgehoben ist. Es gibt eine Beta-Weekends für Pre-Order. Kunden und ich habe leider jetzt am Sonntag um 2 Uhr erfahren, nachts um 2 Uhr erfahren, dass es ein Beta-Wochenende gibt und ja, was will man da groß machen, ne? Muss ein bisschen spontan sein und natürlich holprig war auch gerade die Aufnahme gewesen, aber um mal einen kleinen Einblick zu finden, denke ich mal, ist es schon ganz in Ordnung. Ich zeige euch da so ein bisschen das Gebiet und wie der Grafikstil ist, aber mehr auch nicht. Erwartet also nicht zu viel, wenn das kommt und wundert euch nicht, wenn der blöde Sorbin am Ende schwafelt, ja, gleich kommt die Charaktererstellung, denn ich habe vor, diese Charaktererstellung vor dem Video zu zeigen und wir sehen hier, wir können natürlich zwischen zwei Völker wieder unterscheiden. Das ist einmal die Kasian und einmal die Exile Human, glaube ich. Nein. Ey, sorry Leute. Wie gesagt, ich habe die Beta schon ganz, ganz lange, habe es aber nicht wirklich oft gespielt und bin daher selbst ein bisschen verpeilt. Aber meine Güte, man kann doch auch mal ein bisschen verpeilt sein. Das sollte doch gar nicht so schlimm sein und ich denke, da müssen wir auch nicht großartig was zu sagen. Und ihr seht auf jeden Fall, haben wir hier die verschiedensten Rassen der verschiedensten Völker. Und wir fangen mal einfach mit den Exile Humans an. Das sind natürlich, ja, man kann sagen, normale Menschen, sehen auch fast so aus, sind alle ein bisschen hübsch gemacht mit einem sehr großen Vorderbau. So erinnert mich halt auch, der Stil erinnert mich schon ein bisschen an World of Warcraft von der Comic-Stil her, aber es hat einen eigenen Charme, das muss man einfach so sagen. Dann die Aurinen, Aurinen sind, weiß ich nicht, Mäuse, Katzenwesen, irgendwie sowas in der Art. Auch hier haben wir männlich und weiblich. Ne? Auch ganz süß gemacht mit großen Äuglein. Sieht so ein bisschen nach Anime aus. Ach, wie süß. Und die Granok. Die sehen aus wie die Viber von, ach, sagt schnell. Von, ich komme gleich drauf. Von. Ist auch egal. Es gibt auf jeden Fall welche, woran sie mich erinnern. Und hier haben wir die menschlichen oder die Männer. Auch sehr gut gemacht. Ein bisschen aus Stein gehauen. Und die Mordresh. Die Mordresh sind einmal, sind solche, ja, denke ich mal, Cyborg-Wesen, wie es hier so aussieht. Einmal als Mann und einmal als Frau. Ja, du siehst ja schön scheiße aus. Alter, ey. Alter. So, und auch natürlich haben wir die Rassen, die wir, oder die Klassen, die wir auswählen können, zwischen dem Warrior, den Engineer, den Esper, dem Medic, der Stalker und der Spellslinger. Natürlich haben alle natürlich die verschiedensten Fähigkeiten, der Tank, der DD, der Heiler, so der Supporter, so wie man das eigentlich aus MMOs auch immer mal kennt. Wir wechseln jetzt zur anderen Fraktion und gucken uns das hier auch nochmal an. Dann haben wir einmal die Cassian. Das sind halt auch solche, so eine Art Menschen, die wir hier sehen. Na, auch so ein bisschen hochnäsig, so wie die Menschen halt sind im wahren Leben. Oftmals. Die Draken, ja, komische Echsenwesen. Sehen trotzdem cool aus. Die Frauen machen mir allerdings wieder ein bisschen Angst. Alter, was hat die für Augen? Krass. Der Chua, ja, ich glaube, das ist eine Klasse, die Boborossa spielen würde. Will er zwar jetzt nicht zugeben, aber eigentlich würde er einen Chua spielen. Er spielt immer Chuas. Ja, sehen ja süß aus. Guckt euch die an, wie super, super putzig die aussehen. Und natürlich zum guten Schluss die Mechari. Und das sind auch natürlich ja, Cyborg-Wesen. Und wir werden uns jetzt einen Charakter ein bisschen näher angucken. Und ich würde mal sagen, wir erstellen uns einfach mal einen Boborossa-Charakter. Und dafür gehen wir auf Configuration. Nein, wir gehen nicht auf Configuration. Wo konnte man das denn mal machen? Customize natürlich. So, und da sehen wir, wie soll er denn aussehen? So, dann haben wir einmal natürlich Face-Style und ihr seht, wir können hier schön durch alle Gegebenheiten durchgucken, ne? Ein Augenzwinkern. Oh, guck mal. So könnte auch Stefan aussehen. Hm? Oh.
Aber ich glaube eher so. Er ist ja schon eine coole Sau. Und Custom können wir natürlich, was sich sehr individuell finden, was man halt bei World of Warcraft unter anderem nicht findet, aber natürlich bei The Elder Scrolls Online, können wir auch hier ein wenig was verändern, ja? So. Ja, ihr seht hier, das Kinn lässt sich verändern. Natürlich auch das Auge, ne, nach außen, nach innen. Ne, hoch, klein, groß, all sowas, was man eigentlich halt auch aus klassischen MMOs kennt. Natürlich, die Haare können wir auch verändern. Und Bobo Rossa muss lange... Ach, guck mal hier, das ist doch auch was für ihn. Oh, schön, so machen wir das für ihn. Muss ja auch alles passen. Oh, wie geil ist das denn? Oh, die Zähne sind hübsch, ne? Auch hier können wir natürlich ein bisschen wieder was verändern und ihn noch hässlicher machen. Jetzt mal ganz ehrlich, ey, das sind so richtig hässliche Zähne, aber ich finde das ja geil, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, die Eye Color ist in dem Fall egal. Und dafür nehmen wir jetzt mal was anderes. Wir nehmen mal hier die Schmalzlocke. Wie kann man denn Haare vor den Augen haben? Ich finde das voll ekelhaft, jetzt mal ganz ehrlich. Stellt euch das mal vor, ey. So, auch hier haben wir schon blaue Augen, rote Augen, lila Augen. Ja, Bobo Rossa, welche Augenfarbe hat er denn? Hier, guck mal. Hat einer auf die Fresse bekommen. So sieht er aus. So, ich glaube, der wird mich hassen, wenn er diese Aufnahme sieht. Verdammte Hacke. Muss ich mir viel gut machen. Und natürlich hat man ihn auch ein Ohr abgebissen. Und den Color, ja. Ich glaube, so sieht er doch gut aus. Hä? So, super. Ich finde, das ist eine Schönheit. Soll mir jetzt nicht erzählen, das sehe nicht gut aus. Ich finde, der ist hübsch und der ist super gemacht. So, machen wir Accept und nennen ihn jetzt auch, der wird mich so hassen, Bobo Rossa. Er ist so hübscher Kerl, hübscher Fratz. Hä? Ich finde, der ist super. So, great. Und schon starten wir in das Abenteuer, was ich euch nicht zeigen werde. Ich werde euch einfach nur mal eben noch Bobo Rossa zeigen. Komm, das hören wir uns an. So sind wir ja, ne? I have evidence that exiles may have infiltrated our cryosystems, planting their traitorous agents among loyal Dominion citizens. I require such a citizen to aid me in my work. You will find one for yes, me. Yes, ma'am. Scans detect what we believe to be several functioning cryopods. No mechanical anomalies. Which one would... That one. Right there. Yes. I have an instinctive feeling about that one. And the Makari's instincts are... Ja, sollen wir uns das weiter angucken und anhören? Ich würde mal einfach mal sagen, nein, ich skippe das jetzt einfach mal. Weil ich euch einfach auch nur kurz nochmal das Nähere zeigen wollte. Ach, der sieht doch gar nicht so schlecht aus, hä? Ist halt eine Maus. Oder eine Ratte, oder... Ich habe keine Ahnung. Ja, ihr seht, ne, es sieht ziemlich... Oh, cool. Guck mal, er kann rollen. Ui. Ja, ihr seht, dieses ganze Spiel läuft jetzt extrem besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das damals zur frühen Beta bereits gespielt und da hatte ich mit einer 770 von einer Nvidia echt noch Schwierigkeiten. Und jetzt nach diesem Patch, ist ein sehr großer Patch gewesen, tja, spielt sich das sehr, sehr flüssig. Und wenn ich hüpfe, macht er so schöne Sachen die ganze Zeit. Wunderbar. Ja, das ist unser Bobo Rossa Charakter. Er wird mich dafür hassen und ich werde ihn natürlich nochmal umbenennen. Ich finde ihn aber hübsch. Er hat ja nichts mit ihm zu tun, aber er muss ja auch mal in Wildstar erwähnt werden, denn er wird das Spiel wohl nicht spielen. Das werde ich halt machen. Vielleicht lassen wir den dann auch, ne? Zu ihrem, unseren Project G Partners würde ich ihn ja gerne so lassen. Und ganz ehrlich, der sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist halt vom Krieg ein bisschen genarbt. Und irgendeiner hat sein Ohr angebissen. Das werde wohl ich gewesen sein. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich weiß nicht, ob er mich dafür hassen wird. Ich denke nicht. Nein, nein. Nein. Ich werde mir vielleicht was anhören können, warum ich das mache. Aber gut. Ich bin extrem klein, ne? Ich bin so ein kleines Standgebläse. Aber selbst dafür reicht es nicht aus. Wir klicken nochmal einmal drauf. Oh, I know who you are. Rise and Shine. So. Ich kenne das hier alles schon so ein bisschen. Man läuft jetzt. Es dauert auch eine gewisse Weile, bis man auf den ersten Planeten kommt. Ich würde mal so sagen. Eine gute Stunde Spielzeit wird das Ganze schon dauern. Bis man dann schlussendlich da ist, wo man
hinkommen möchte. Gut, ich werde mich jetzt verabschieden. Ihr werdet bei die nächsten Tage das nächstfolgende mit einem, ja, Level 6 oder 7 Charakter sehen, wo ich total verpeilt bin, weil ich echt es nicht auf dem Schirm hatte, dass die NDA aufgehoben ist, sonst hätte ich natürlich mich wesentlich besser auf diese ganze Sache vorbereitet. Was ich euch zum Schluss noch sagen möchte, ist, ihr könnt das Spiel bei Amazon und bei anderen Händlern natürlich vorbestellen, kriegt einen Pre-Order-Key. Mit diesem Pre-Order-Key könnt ihr die Weekend-Betas spielen. Das heißt, ihr macht euch einen Charakter bei, einen Account bei NCSoft, registriert den Pre-Order-Key und habt Zugriff auf die Beta-Wochenenden. Den Client könnt ihr euch einfach herunterladen, ist ca. 18 GB groß, also ihr ladet euch erst einmal den Updater herunter und ja, macht das Spiel drauf. 18 GB sind es schlussendlich, dauert also so ein bisschen, auch jetzt mit dem neuen Patch, nach dem, was ich jetzt halt hatte, hat es auch gedauert. Ich bin gespannt. Ich habe, wie gesagt, ich habe das jetzt registriert und habe zugleich noch einen Beta-Key-Account, also von der alten Beta, die eigentlich dauerhaft läuft. Ich bin gespannt, ob ich die immer noch spielen kann. Ich habe mich da jetzt noch nicht schlau gemacht, ob die jetzt nicht mehr da ist oder ob die immer noch parallel weiterläuft, denn meine Beta-Key-Charaktere, das ist die eine Dame, die ihr gleich seht, die habe ich halt damals angefangen und da ging sie halt. Meine Güte, das laut, mir fallen die Ohren hier gleich ab. Gut, bis dahin wünsche ich euch was. GG, kann ich winken hiermit? Oder kann ich tanzen? Kann er tanzen, der Bobo Rossa? Jawohl, und damit verabschiede ich mich recht herzlich. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Beta-Wochenende sind wir natürlich auch wesentlich mehr dabei. Macht's gut, GG, euer Sorbin.